Was geht los, Freunde? Ich begrüße euch endlich mal wieder zu einem neuen Video und im heutigen Video soll es um das Thema Mobilität gehen. Viele haben schon lange darauf gewartet, ja Kai, du zeigst uns immer nur irgendwelche Trainingsclips und so weiter, wie du trainierst, aber du zeigst nie, wie ich mich vor dem Training erwärme. Dafür geht's als erstes erstmal auf in irgendein Cardio-Gerät, einfach, dass wir so ein bisschen, sag ich mal, in Schwung kommen, dass wir uns wenigstens 5 bis 10 Minuten mal auf so einem Gerät bewegt haben, so, ich sag mal, ein bisschen den Kreislauf in Wallung bringen. Nachdem wir das gemacht haben, geht's dann endlich ans Mobilmachen. Ich mache mich eigentlich vor jeder Trainingseinheit mobil, aber natürlich gerade sowas wie Unterkörper, weil gerade beim Unterkörpertraining, wenn es um Kniebeugen geht, wenn es um Kreuzheben geht und so weiter, ja, muss man einfach sagen, dass 90% der Fitnessstudio-Besucher Verkürzungen zum Beispiel der Bänder haben, die, oder einfach eine Bewegung nicht zu 100% richtig ausführen können. Und indem wir uns im Vorhinein mobil machen, können wir einfach ja unseren Körper dazu bringen, dass wir ja näher an den perfekten Bewegungsablauf drankommen, dabei natürlich auch Verletzungen vorbeugen. Und vor allem sollte man auch sich immer vor Augen rufen, Leute, ihr wollt im Training die beste Leistung bringen, weil ihr wollt ja am besten riesige Muskelberge aufbauen. Aber Leute, wenn ihr euren Körper nicht im Vorhinein warm macht, wenn ihr einfach schon quasi die Stange nehmt, vielleicht 5 wieder, 10 Wiederholungen macht, dann denkt ihr seid warm, ja, tut mir leid, Leute, dann muss ich euch an dieser Stelle enttäuschen, denn dann seid ihr noch lange nicht warm und dann könnt ihr auch nicht von eurem Körper erwarten, dass er die bestmögliche Leistung im Training abrufen kann. Deshalb soll es im heutigen Video darum gehen, dass ich euch einfach mal ja für den ganzen Körper zeige, wie ihr euch mobil machen könnt, wie ihr euch ja aktiv aufwärmen könnt. Und ja, darum soll es im Prinzip heute erstmal gehen. Wir fangen einfach mal an. Ganz wichtig, ich habe auch so ein bisschen den Stellenwert darauf gelegt, dass jeder von euch es in jedem Fitnessstudio umsetzen kann. Es gibt etlich verschiedene Übungen zum Mobilmachen. Man kann gerne auch Hilfsmittel dazu nehmen, wie Bälle, wie Bänder und so weiter. Ich möchte heute einfach mal euch zeigen, wie ihr das machen könnt, ohne sämtliche Hilfsmittel. Ihr braucht eigentlich nur ein bisschen Platz und deshalb lasst uns mal anfangen. So, wir fangen einfach an und zwar starten wir uns von unten nach oben vorzuarbeiten. Das geht natürlich auch andersrum, zum Beispiel, wenn ihr sagt, ja, heute trainiere ich auch Oberkörper, was soll ich jetzt meine Beine großartig warm machen? Es ist auf jeden Fall immer hilfreich, auch das mit den Beinen jeden Tag zu machen, weil man einfach, ja, man ist über die Wiederholung, über das, wie häufig ihr das macht, desto eher werdet oder desto schneller werdet ihr auch in die Lage oder in die Position kommen, eine Übung perfekt auszuführen. Dementsprechend startet einfach mit dem, was ihr als nächstes zum Beispiel trainieren wollt und legt da natürlich auch den Schwerpunkt drauf. Ich werde heute Unterkörper trainieren, dementsprechend fange ich auch mit dem Unterkörper an, werde mich erstmal in eine Ausgangsposition begeben, wo ich eine Kniebeuge machen werde. Heißt, ich fange langsam an, mal runter zu gehen. Denkt dran, wie macht ihr Kniebeugen? Die Füße zeigen nach leicht außen, die Knie gehen dahin, wo die Füße hin zeigen. Dann versuche ich immer tiefer zu kommen, bis ich irgendwann auf meinen Fersen im Prinzip sitze. Versuche dabei den Rücken immer schön gerade zu lassen. Und wenn ich das 10-15 Mal gemacht habe, dann verändere ich einfach mal die Position meiner Füße. Gehe dabei ganz eng zusammen. Und jetzt kommt es mir vor allen Dingen darauf an, dass möglichst viel Bewegung hier unten aus den Fußgelenken kommt. Heißt, ich gehe nach vorne, so weit wie möglich, aber ganz wichtig, die Ferse bleibt auf dem Boden. Und ich gehe wieder nach oben. Und wieder langsam nach vorne, kurz halten und nach oben. Und weiter. Und wieder nach vorne. Ruhig ein bisschen mit dem Gewicht drauflehnen, dass ihr auch wirklich versucht, weiter mit euren Schienbeinen in Richtung Boden zu kommen. So, wenn ich das habe, gehe ich weiter, gehe wieder leicht auseinander und gehe jetzt langsam runter. Gehe nach oben und strecke durch. Dabei strecke ich auch meine Waden gleichzeitig durch, um einfach hier auch die Waden schön zu aktivieren. Indem ich mich nach oben strecke, habe ich auch gleichzeitig schon die Rückenmuskulatur mit drin. Und jetzt gehe ich aus dieser Position in einen Ausfallschritt. Schön weiten Ausfallschritt und gehe jetzt leicht nach unten. So, versucht mit meinem Ellbogen leicht mein Knie hier nach außen zu drücken, nach unten zu gehen. Und jetzt gehe ich aus dieser Position, strecke ich die Hand über meinen Kopf. Da solltet ihr das sowohl im Rücken spüren, als auch hier über die komplette Gesäßmuskulatur, als auch hier
bei den Adduktoren. Zack. Und raus. Und sobald ich wieder runtergehe, gehe ich hier auch mit dem Knie, versuche ich wieder ein bisschen weiter runter zu ziehen. Und hier gehe ich wieder raus. So. Aus dieser Position wechsle ich. Wichtig hierbei, das Bein dreht oder der Fuß geht, zeigt zur Decke. Ich bleibe hier mit dem ganzen Fuß auf dem Boden, gehe leicht rein und drehe wieder. Kurz halten und drehe wieder. Ich kann mich hier ruhig dabei abstützen. Immer schön atmen. So, jetzt fehlt mir ja noch die andere Seite. Die darf natürlich auch nicht fehlen. Heiß Ausgangsposition. Das andere Bein geht nach vorne. Ich versuche wieder mit meinem Ellbogen neben meinem Fuß am besten zu kommen, drück mein Knie leicht nach außen, stütze mich hier ab und schreck wieder rauf. Raus und beim Runtergehen wippe ich hier ein bisschen mit rein. Zur Seite, zack. Weiter geht's, Ausgangsposition war die Kniebeuge. Genau da wollen wir jetzt auch wieder zurück. Wir haben jetzt schon wirklich viel von unserem Unterkörper, sag ich mal, beansprucht. Haben den Rücken sogar schon ein bisschen mit drin. Trotz alledem wollen wir jetzt mehr darauf noch, quasi nochmal zurück. Kommen auf die Kniebeuge, die wir gleich machen wollen, kurz bevor wir zu den Movement Preps kommen. Heißt, wir gehen aus der Kniebeugenposition leicht runter. Versuchen uns wieder auf unsere Fersen zu drücken. Drücken mit den Ellbogen leicht nach außen. Nur leicht nach außen. 2 Sekunden halten, 1, 2 und wieder hoch. Richtig schön durchdrücken und wieder runter. Kurz nach außen drücken und wieder hoch. Gut. Außen drücken, hoch. Könnt ihr natürlich hier auch zum Beispiel einfach mal ein bisschen weiter euch stellen. Die Füße vielleicht ein bisschen weiter nach außen machen. Runter. Nach außen drücken und hoch. Runter. Nach außen drücken und hoch. Bisschen enger wieder, runter und hoch. Zack. So, wenn wir das haben, geht's weiter. Wir haben jetzt unseren Unterkörper sehr, sehr gut schon aktiviert. Jetzt geht's weiter, dass wir auch so ein bisschen den Rücken aktiviert bekommen, weil schließlich, egal bei welcher Übung, eigentlich haben wir auch immer ein bisschen den Rücken drin. Klar, Kreuzheben, Kniebeugen ist nochmal eine Besonderheit. Da muss einfach der Rücken auch richtig schön warm sein. Und deshalb lasst uns anfangen. Wir stehen wieder schulterbreit. Die Hände zeigen nach außen und wir drehen uns zu einer Seite. Dabei bleiben unsere Füße vorne stehen. Wir versuchen nur aus dem Oberkörper zu drehen, so weit wie möglich. Und wieder zurück. Wenn wir jetzt zurückgehen, werden wir feststellen, dass wir viel, viel weiter kommen, obwohl wir erst einmal in dieser Richtung waren. Ich kann jetzt schon quasi 360 Grad hiermit abdecken. So, jetzt haben wir das. Wir gehen mit den Händen zum Kopf, beziehungsweise, ihr könnt es auch anders machen, wir strecken einen Arm nach oben, versuchen jetzt mit der rechten Hand so tief wie möglich zu kommen. Dabei schauen wir nach hoch zu unserer Hand und werden jetzt hier über die komplette linke Seite ein richtig schönes, leichtes Ziehen haben. Nur kurz runtergehen, wenn es nicht mehr weitergeht, 1 Sekunde halten und wieder hoch. Sehr gut. Jetzt gehen wir ganz kurz nur auf den Boden, auch wieder für die Rückenmobilität. Wir legen uns auf den Boden und drücken uns aus dieser Position hoch. Dabei versuchen wir, dass unser Becken im Prinzip noch komplett auf dem Boden liegen bleibt. Wir drücken uns hoch, kurz halten und wieder runter.
Versucht dabei wirklich auch jetzt schon eure Brustmuskulatur anzuspannen, weil wir arbeiten uns nach oben. Wir haben jetzt zwar noch den Rücken drin, aber indem ich mich hochdrücke, habe ich automatisch auch schon die Brustmuskulatur, die Schultermuskulatur mit drin. Den Trizeps, den ich auch schon gleichzeitig erwärme. So, wenn wir das haben, gehen wir wieder hoch. Fühlt sich jetzt eigentlich schon ziemlich gut an. Alles hier abwärts fühlt sich echt schon warm an. Eigentlich bin ich jetzt quasi startklar. Jetzt kommt es dazu, dass wir natürlich jetzt noch ein bisschen unsere Schultern aufwärmen. Ich habe euch gesagt, ich möchte euch ein Mobilitätsprogramm zeigen, was den ganzen Körper mobil macht, was den ganzen Körper aktiv warm macht. Und dementsprechend geht es natürlich jetzt hier oben auch weiter. Aber Leute, wenn ihr ja euren Oberkörper zum Beispiel, oder wenn ihr sagt, ja, ich trainiere heute Unterkörper, dann mache ich doch jetzt nicht nur meinen Oberkörper warm. Leute, wenn ihr in eine Kniebeuge reingeht, unter der Stange hergeht, hinter die Stange kommt, dann habt ihr hier auf der Schulter eine extreme Spannung auch drauf. Ihr wollt doch hier im ganzen Oberkörper Spannung aufbauen. Im kompletten Nacken wollt ihr Spannung aufbauen. Dementsprechend muss natürlich das oder dieser Bereich auch warm sein. Der kann nicht einfach kalt gelassen werden. Also Leute, macht dann das komplette Programm. Die 5 Minuten, die habt ihr auch noch. So, also, stellen uns wieder gerade hin. Und wir fangen einfach mal an, locker mit den Schultern nach vorne zu kreisen. Können wir hier unsere Hüfte immer noch ein bisschen leicht verlagern. Und rückwärts. Und die Kreise einfach mal so ein bisschen größer werden lassen. So, wenn wir das haben, gehen wir weiter. Und zwar ist auch eine sehr, sehr geile Übung, um den Rücken zu aktivieren, gleichzeitig die Schulter ein bisschen zu aktivieren, den Nacken zu aktivieren, unten die Fußgelenke zu aktivieren, indem wir einfach versuchen, nach den Sternen zu greifen. Dazu gehen wir jetzt mit dem rechten Fuß oder mit dem linken Fuß drücken wir uns hoch und mit dem rechten. So, jetzt hieraus wäre jetzt die nächste Übung gewesen, dass wir erstmal locker mit den Armen kreisen. Wenn wir das dann haben, dann machen wir diese Bewegung hier. Versuchen wirklich nur aus der Schulter nach hinten zu rotieren. Quasi nur 90 Grad, die unsere Schulter sich hier bewegt. Versucht wirklich alle Muskeln dabei anzuspannen. Ich merke das extrem auch im Nacken. So, wir strecken unsere Arme wieder auseinander und versuchen jetzt aus dieser Position die Hände so weit wie möglich einzudrehen. Kurz halten und in die andere Richtung, dass unsere Handflächen im Prinzip nach oben zeigen. Der Oberkörper wollen wir natürlich dabei gerade bleiben. Nicht hier so den hier machen, sondern hier gerade bleiben. Zack, und wieder eindrehen. 3-4 Mal. Und dann geht es weiter, indem wir quasi immer da, wo wir hingucken, geht die Handfläche nach oben, beziehungsweise eigentlich geht die Handfläche auf beiden Seiten nach oben, aber ich zeige es euch einfach mal. Das meine ich. Und öffnen. So. Leute, ihr solltet jetzt schon echt ja, die Schultern erwärmt haben. Ihr seht es an mir, ich bin auch schon wirklich leicht am Schwitzen. Perfekte Voraussetzungen, um gleich wirklich im Training durchzustarten. Jetzt geht es weiter. Wir haben zum einen noch die Nackenmuskulatur, die auf jeden Fall noch erwärmt werden muss. Aber wir können natürlich auch so ein leichtes Aktivieren der Brustmuskulatur hervorrufen. Da haben wir zum Beispiel, können wir hier so einen, den Haken benutzen oder wir bauen uns einfach eine leichte Erhöhung. Einfach um hier mal in eine Liegestützenposition zu gehen, möglichst weit und dann runter zu gehen. Runter. Und wenn wir jetzt hier komplett runter gehen, haben wir hier ein leichtes Ziehen drin. Nur ganz kurz. Runter und wieder hoch. Runter und wieder hoch.
Das können wir natürlich auch die Belastung ein bisschen runterschrauben, indem wir in so eine, ja, wie nennt man das, Frauenliegenstützposition geht, einfach die Knie auf den Boden legt und dann runter geht. Und wieder hoch. Und runter. Und wieder hoch. Das gleiche auf der anderen Seite auch noch. So, hätten wir das auch geschafft, eigentlich, ja, mein Trizeps ist warm, meine Brust ist warm, meine Beine sind warm. Eigentlich kann es jetzt gleich losgehen. Jetzt als allerletzte Übung noch den Nacken. Gerade der Nacken, ja, wird es nun mal auch verletzungsanfällig. Der auf dem Nacken liegt häufig auch ein Teil des Gewichts, zum Beispiel bei den Kniebeugen. Beim Kreuzheben ist ja auch so, dass ja, der Nacken auch extrem angespannt ist. Dementsprechend auf den Boden legen wir uns jetzt einfach hin, als ob wir Sit-Ups machen wollen würden. Gehen hier leicht mit unserem Oberkörper hoch und jetzt sagen wir ja. Das heißt, die Bewegung kommt aus dem Hals im Prinzip. Hier. Und wir werden es, wir versuchen dabei hier wieder zurückzukommen und dann unseren Kopf oder unser Kinn hier auf die Brust zu bekommen und zurück. Schön langsam machen. Wenn wir das 10-mal haben, werdet ihr schon merken, oh, das wird langsam hier ganz schön schwer am Hals. Aber jetzt wollen wir noch die Bewegung reinbekommen. Schauen von links nach rechts und wieder nach links. Eine Wiederholung. Davon machen wir auch 10 Wiederholungen. So, das war's auch schon. So Leute, ihr seht es an meiner Stirn, ich bin schon gut am Schwitzen. Perfekte Voraussetzung, um jetzt im Training richtig Gas zu geben. Es kommt jetzt dazu, ich lege natürlich jetzt nicht direkt mein Trainingsgewicht, mein Arbeitsgewicht drauf. Was weiß ich, Kniebeugen, 170 Kilo. Natürlich folgen jetzt so ein bisschen die eigentlichen Movement Preps. Heißt, ich gehe in die Übung selbst und führe diese natürlich dann nochmal mit etwas weniger Gewicht aus. Zum Beispiel schnappe ich mir jetzt gleich die Stange, packe auf beiden Seiten nochmal 80 Kilo erstmal drauf und mache erstmal ein paar Wiederholungen damit, einfach um nochmal den Bewegungsablauf mir vor Augen zu rufen. Wenn wir das haben, kann es dann endlich zum Training kommen und wir können endlich im Training Vollgas geben, Leute. Das mag für viele so ein bisschen befremdlich sein, das mag für viele so nach, Alter, ich will doch nur pumpen, ich will doch nur Brustbizeps haben, aber Leute, ich sage es euch, wenn ihr einmal das in euer Training übernommen habt, wenn ihr euch einmal, ja, nicht mehr alles hinterfragt oder warum gucken mich die Leute so doof an und was weiß ich, Leute, gebt da wirklich einen Scheiß drauf, macht das und spätestens, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, wenn ihr euch wirklich, ja, was, das sagt auch einfach was über eure Zielstrebigkeit aus, und wenn ihr das in euer Training übernimmt, Leute, dann werdet ihr auch im Training extrem Gas geben können, wenn ihr vorher hier so ein Gehampel macht, die Leute gucken euch komisch an, aber als nächstes geht ihr dann ins Squat-Rack und haut die 170 Kilo ein paar Mal weg, so, dann sieht das schon wieder ganz anders aus und dann sagen die Leute nämlich auch, sollte ich mich vielleicht vorher mal ein bisschen mobil machen, beziehungsweise vernünftig erwärmen? Oder bleibe ich bei meinem 10 Wiederholungen und versuche dann irgendwas abzureißen? Leute, das von meiner Seite, so mache ich mich jedes Mal vor der Unterkörpertrainingseinheit warm. Ich mache es aber auch vor der Oberkörpertrainingseinheit, einfach weil es für mich dazugehört zu einem guten Training. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, seid da ehrlich zu euch selbst, ob ihr wirklich auch vor dem Training euch mobil macht oder ja, ob ihr vielleicht bisher das alles ein bisschen auf die leichte Schippe genommen habt und vielleicht macht ihr es ja jetzt, ich hoffe es zumindest. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, ich hoffe, ihr gebt den Daumen nach oben und wir sehen uns. Ciao.